Was ist das Internet der Dinge? Das ist ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank ist ein physischer Gegenstand, dessen Funktion in der Kühlung und Lagerung von Lebensmitteln liegt. Mehr nicht. Im Internet der Dinge werden alltägliche Gegenstände mit Mikroprozessoren versehen und werden so zu intelligenten Objekten. Der Kühlschrank verbindet sich mit dem Internet und kommuniziert mit anderen intelligenten Objekten. So kann der Kühlschrank die mit RFID-Chips versehenen Lebensmittel in seinem Inneren auslesen, deren Haltbarkeitsdatum prüfen und fehlende Produkte selbstständig nachbestellen. Die Lebensmittel werden bestellt und automatisiert an dein Zuhause geliefert. Aber nicht nur der Kühlschrank wird intelligent. Jeder Gegenstand des alltäglichen Gebrauchs kann sich in seiner Funktionalität erweitern, wenn er Daten aus seiner Umwelt in sein autarkes Handeln mit einbezieht. Beleuchtungsanlagen regulieren sich selbst, je nachdem, ob Personen im Raum sind. Kleidung kann Körperfunktionen messen und im Falle eines Unfalls einen Arzt informieren. Heizungen passen die Wärme automatisch je nach Anwesenheit und Bedürfnissen der Menschen an. Wagen messen nicht mehr nur das Gewicht, sondern verfolgen Veränderungen des Körpers und kommunizieren sie an andere Geräte. Durch das Internet der Dinge verschwindet der Mensch als Verbindungsglied der physischen mit der digitalen Welt. Bisher war es so, dass der Mensch die Schnittstelle zwischen dem Internet und der digitalen Welt stellt. Das Internet der Dinge löst diese Trennung und verlängert so das World Wide Web bis in die reale Welt. Durch den Zusammenschluss der Dinge entsteht eine Schwarmintelligenz, die das Leben ökologischer, effizienter und komfortabler gestaltet.